Ein aufregender Fantasietag. Es geschah an einem Montag, genau am 18.06.40. Mein Freund Rico und der beste Freund meines Bruders David kamen zum Übernachten. Ungefähr um 10 Uhr kam ein Horrorfilm auf Pro7. Wir schauten also 2 Stunden Horror. Nach dem Film konnten wir kaum schlafen. Da unsere Eltern Tango tanzen waren, wussten sie nicht, was wir geschaut haben. Als wir endlich eingeschlafen sind, kam ein Monster ins Zimmer. Es hatte 30 Augen, 6 Zungen, 2 Münder, 3 Haare, 3 Finger. Die Krallen waren ungefähr 10 cm lang und die Ohren, und er hatte keine Ohren. Wir fühlten uns am Ende. Wir konnten kaum reden. Mein Bruder Thiago rief: Rau, au, ey, immer! Wir konnten es kaum verstehen. Es bedeutete: Raus aus dem Zimmer! Wir rannten unter die Beinen des Monsters. Er blieb 10 Sekunden stehen, danach folgte er uns. Nach den 10 Sekunden waren wir draußen. Wir kletterten auf mein Baumhaus. Das Baumhaus war 10 Meter hoch, hatte innen drinnen einen Tisch, 2 Bänke, ein Fenster, 4 Decken, 4 Ferngläser und 10 fein geschnitzte Stöcke. Jeder holte von alles eine Sache. Wir fürchteten uns, aber wir wollten es ja loswerden. Er konnte sehen, aber nicht hören. Also mussten wir noch einen Schwachpunkt wissen, um es zu besiegen. Ich dachte, wenn er sich in einen Spiegel schaut, er in Kummer fällt. Auf einmal sahen wir noch ein Monster. Es sah gleich aus wie der andere. Nur, dass er hören konnte und größer war als der andere. Diesmal hatten wir keine Angst. Ich sag, was kann schon passieren? Er kann nichts sehen. Außerdem, wir sind auf einem Baumhaus. Alle waren sofort erleichtert. Wir kletterten vom Baumhaus runter und holten vom Badezimmer einen Spiegel. Wir rannten zum Baumhaus, aber auf dem Weg fanden wir das Monster. Wir zeigten ihm den Spiegel und wenn er sein Reflex schaute, erschrak er und fiel in Ohnmacht. Er verschwand auch nach einer Minute. Wir kletterten auf das Baumhaus und dachten, wie wir bloß das andere Monster besiegen könnten. Gerade eben fiel mir eine Idee ein, aber es war zu spät. Das Monster kam aufs Baumhaus und fraß uns alle schreiend auf. Plötzlich wachte ich auf. Die anderen schliefen gemütlich. Ich flüsterte erleichtert: Das war nur ein Traum, Matthias. Das war nur ein Traum.